Deutschlandfunk Kontrovers. Und zur dritten Runde hier in Kontrovers begrüßt Sie ganz herzlich Jörg Münchenberg. Unser Thema heute: Krisenjahr 2020, überfordert Corona die Politik? Und wir haben ja vorhin schon vor den Nachrichten über die finanziellen Hilfen gesprochen. Ich denke, man muss natürlich die Frage stellen, wer bezahlt letztendlich die Krise? Und ich hatte ja eingangs schon gesagt, dass die Anzahl der Milliardäre in Deutschland während der Krise größer geworden ist und auch das Vermögen sich vergrößert hat, müssen wir doch die Frage stellen nach einer Umverteilung. Und wir als Linke haben den Vorschlag einer Vermögensabgabe eingebracht. Und zwar wäre das eine Belastung für die reichsten 0,7, ich wiederhole nochmal, 0,7% der Bevölkerung. Und ich habe den Eindruck, dass diese Diskussion auch nicht nur bei der Linken, sondern auch von anderen geführt und verfolgt wird. Ich würde jetzt ganz gern Daniel Trepsdorf mit in die Runde holen. Herr Trepsdorf, Sie rufen an aus Schwerin. Ja, schönen guten Tag. Aus Schwerin rufe ich an, im schönen Mecklenburg-Vorpommern, und möchte gerne mal die Fahne der Kommunen hochhalten. Also ich bin ehrenamtlicher Gesundheitsausschussvorsitzender in der Landeshauptstadt Schwerin. Und ich sehe ganz genau, dass die Kommunen durch die Krise personell und finanziell extrem überfordert waren. Gerade viele ostdeutsche Kommunen, viele hochverschuldete Kommunen, auch in Westdeutschland. Das haben mir mehrere Kolleginnen und Kollegen vom Fach erzählt. Nun ist es aber so, dass gerade Regierungsmitglieder aus Ländern und Bund immer gern über ihre Erfolge in der Krise sprechen. De facto ist es aber so, dass gerade die Kommunen die Arbeit, den Stress haben, und die sollen die Maßnahmen, die von Ländern und Bund beschlossen werden, so auf Knall und Fall aus der Kalten heraus positiv umsetzen, mit der Bevölkerung kommunizieren. Und gerade die Gesundheitsämter sind da einfach schlicht und ergreifend kaputt gespart worden in den letzten Jahren. Deswegen stimmt auch die Prognose von Herrn Jürgen nicht, dass wir eine besondere Krisensituation haben, die wir in vielen Kommunen schon seit Jahrzehnten, diese Krisensituation, weil wir eben Personal abgebaut haben. Das heißt also, wie soll jemand, nehmen wir die Kommune als Bild des starken subsidiären Partners, wie soll diese, die personell selbst schwindsüchtig oder anämisch am Tropf hängt, wie sollen diese Kommunen das Projekt Corona-Krisenbekämpfung gut umsetzen und da auch noch den Mittelstand mitnehmen und die Bürgerinnen und Bürger mitnehmen? Einen weiteren Punkt habe ich noch. Ich finde es ganz großartig, wenn die Diskussion um die Lizenzen und die Produktion von Surrogaten, was den Impfstoff anging, schon viel eher vor einem halben Jahr schon losgetreten worden wären. Hätten wir uns nämlich fragen können, warum wir in Deutschland eben strategisch wichtige Branchen, warum wir es zugelassen haben, in der Politik diese ins Ausland zu verlagern. So könnte man gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, wenn wir diese strategischen Branchen wie die Impfstoffproduktion wieder zurückholen nach Deutschland. Man könnte sie dort ansiedeln, wo besonders finanzschwache Kommunen ihr Dasein fristen, und könnte auf der zweiten Seite mit den Gewerbesteuereinnahmen gleichzeitig das Stadtsäckel einigermaßen sanieren. Deswegen mein Plädoyer: Die Kommunen müssen viel stärker gestärkt werden. Auch der Personalbestand der Kommunen muss stärker gestärkt werden, damit wir mit künftigen Herausforderungen besser umgehen können. Die schlimmste Lehre aus der Krise wäre tatsächlich: Hoffentlich wird alles wie zuvor, denn schon zuvor hat es in vielen Kommunen nicht funktioniert. Vielen Dank. Sagt Herr Trepsdorf aus Schwerin. Dankeschön. Und ich will den Punkt mal weitergeben an Sie, Herr Jung. Herr Trepsdorf sagt schon, auch die Kommunen sind hier ein Stück weit durch den Rost gefallen. Ich habe großen Respekt vor dem, was in den Kommunen gerade jetzt in der Krise geleistet wird. Das ist eine enorme Herausforderung. Die sind oftmals der erste Ansprechpartner für ganz viele dieser Fragen. Sagt Andreas Jung. Dankeschön an ihn, aber eben auch an Gesine Lötsch von der Linken und Gero Neugebauer, den Politikwissenschaftler. Das war Kontrovers zum Thema Corona-Krisenjahr 2020. Danke auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihr Interesse und Ihre Fragen. Am Mikrofon dieser Sendung verabschiedet sich Jörg Münchenberg. Kommen Sie noch gut in diese letzte Woche 2020.